ist eine tolle Stadt, die so viele Sportler hat in der TSG. Servus, liebe Sportsfreunde. Heute wieder ein neues Video von mir. Ich mache mit euch heute ein Warm-up. Das heißt, ich werde die Gelenke ein bisschen durchbewegen, Form mobilisieren, ein Atembedürfnis schaffen, Herz-Kreislauf-System also ein bisschen anregen. Den einen oder anderen Muskel auch schon mal ein bisschen in die Länge bringen, also ein bisschen die Spannung ausnehmen, aber auch schon mal ein bisschen Grundspannung mit einbinden, um dann eben nach dem Warm-up für euren Kräftigungsteil gut gewappnet zu sein. Das könnt ihr gerne auch dann als Warm-up vor meinen Videos, vor meinen Zirkeln mit einbinden, ansonsten eben für euer persönliches Trainingsprogramm. Gut, also ich fange an, stelle die Füße hüftbreit auf, Knie leicht gebeugt und binde erstmal ein bisschen Bewegung im Oberkörper ein. Also in dem Fall über Schulter kreisen im Schultergürtelbereich, schön ein bisschen Bewegung einbinden und bring dafür die Schultern schön über vorne, oben, hinten, unten tief. Schön langsam und geführt die Atmung schön fließend beibehalten. Das Ganze mache ich dann etwas größer über diese schöne Armzugbewegung über die Seite. Große Kreiszugbewegung mit den Ellbogen. Von hier. Der lange Arm wechseln, rechts beginnt, schön über oben. Blick können wir mitnehmen, dass wir so ein bisschen über die Schulter, über den Bereich BWS, also Brustwirbelsäule ein bisschen mit aufdrehen. Schön langsam geführt, schön über Kopf, die große Bewegung rechts und links im Wechsel. Einmal nach rechts, einmal nach links. Dann bringe ich beide Arme lang nach oben. Handrücken nach hinten, Spannung natürlich in der Rumpfmitte und schiebe mich einfach nochmal rechts und links lang nach oben raus. Schön rechts und links lang machen. Rausschieben mit den Fingerspitzen lang nach oben zur Decke. Okay, gut. Dann nehme ich den rechten Arm lang nach oben. Rechte Hand zwingt die Schulterblätter und zur Unterstützung etwas Druck am rechten Ellbogengelenk für ein bisschen Dehnung. Trizeps, bisschen Übergang, breite Rückenmuskulatur. Denkt dran, schön die Spannung halten, Bauch anspannen, Gesäß anspannen für die Körpermitte, Knie leicht gebeugt. Das mache ich dann nochmal schön mit der linken Seite, also linke Hand zwischen die Schulterblätter, auch hier leichten Druck geben, um eben die Dehnung ein bisschen zu intensivieren. Gut, von hier öffne ich die Arme lang auf Schulterhöhe, stabil bleiben natürlich und langsam geführt bringen wir da ein bisschen Rotation in das Schultergelenk, also schön langsam im Wechsel die Handinnenseite zur Decke und wieder zum Boden bringen. Gut, von hier bringe ich die Arme dann tief, Hände dann ans Becken, Knie immer noch leicht gebeugt und dann bringe ich ein bisschen Bewegung in das Zentrum, über das Becken kreisen, ne, ganz wichtig, da schon mal ein bisschen mobil zu werden, beweglich zu werden, auch gerade für gewisse Grundübungen. Kreisen bewegen, über außen, über vorne, über hinten. Das ist natürlich nochmal schön über die andere Seite. Schön großzügig. Okay, finde mich dann mit dem Becken wieder zentral ein. Hände können wir wieder lösen. Von hier gehen wir nochmal nur auf die Fußspitze. Hoch und wieder tief. Also, da ein bisschen Bewegung im Bereich Sprunggelenk. An der Basis schön auf die Fußspitze gehen. Langsam und geführt. Ich bringe auch schon ein bisschen Grundspannung im Bereich Unterschenkelrückseite. Okay, versucht dann schön auf der Fußspitze zu bleiben. Auf der Fußspitze bleiben, ausbalancieren. Arme nehme ich auf Schulterhöhe, Handrücken zur Decke und dann kleine Push bewegen hoch und tief. Das heißt, wir haben jetzt natürlich die Spannung an der Unterschenkelrückseite gehalten und über diese schöne dynamische Bewegung aus dem Sprunggelenk ein bisschen Spannung eingebundenen Bereich, mittlerer Schulteranteil, oberer Trapez. Arme schön mit Spannung halten, versuchen auf der Fußspitze zu bleiben. Natürlich Spannung auch in der Rumpfmitte. Okay, dann lasse ich die Arme lang auf Schulterhöhe, stelle die Beine etwas weiter als Hüftbreit auf, Knie leicht gebeugt, Hand Innenseite nach vorne, atmen schön tief aus, bringen die Arme zusammen, einatmen wieder aufrichten. Also auch hier nochmal Bewegung, einbinden über das Becken. Schön bewusst ausatmen, Becken kippen, aber auch im Bereich der BWS, also Brustwirbelsäule rund, Kopf sinken lassen, einatmen wieder gerade, ein letztes Mal. Gut, dann bleibe ich aufgerichtet, Becken zentral, Handrücken zur Decke und nochmal rechts und links, langsam im Wechsel, schön den Rumpf zur Seite schieben,
versucht, das Becken schön zentral zu halten. Okay, dann finde ich mich auch hier wieder in der Mitte ein. Lass die Arme sinken, bring sie nochmal im Beckenbereich. Positioniert gestützt, Knie leicht gebeugt und auch hier nochmal kreisende Bewegung und etwas weitere Beinposition. Schön großzügig über außen, über vorne, über hinten. Das mache ich natürlich auch nochmal schön über die andere Richtung. Okay, finde mich dann wieder zentral ein, Knie leicht gebeugt, Arme schön vor dem Körper. Wir gehen halbe Zeit, dann in die Rumpfvorbeuge und richten uns wieder auf. Das heißt, jetzt bringen wir ein bisschen Spannung rein im Bereich der Oberschenkelrückseite, Gesäßmuskulatur und der Rückenstrecker. Rücken schön gerade, Becken aufgerichtet, wie wir das kennen. Arme bleiben tief, also körpernah. Ein letztes Mal. Atmen. Wir bleiben aufgerichtet, kreisen noch im Bereich Schultergürtel. Schön über vorne, oben, hinten und tief. Dasselbe auch nochmal im Wechsel. Rechts beginnt. Und links. Rechts. Und gut, dann marschieren wir auf rechts am Platz. Also bringen etwas mehr Bewegung mit rein in den ganzen Körper. Arme locker lassen, pendeln aus dem Schultergelenk und einfach Marsch ist am Platz in der beiden Beinposition. Gut, dann ein bisschen Spannung. Oberschenkelmuskulatur, nochmal die Rumpfmitte. Das heißt, ich bleibe in der Marschierbewegung. Bring den Rumpf dann über vorne unten etwas tief. Bleib dann in der beiden Position stehen. Rücken ist gerade, Becken aufgerichtet. Arme nehme ich in die U-Halte. Von hier halbe Zeit. Öffnen. Und schließe. Das heißt, klar, Rumpfmitte arbeitet, Rückenstrecke, aber auch eben über diese Armzugbewegung nochmal ein bisschen Spannung mit eingebunden im Bereich vom oberen Rücken zwischen den Schulterblättern, hinterer Schulterbereich. Genau, dann nur diese Butterfly-Reverse-Bewegung. Etwas schneller, aber schön sauber bleiben in der Bewegung. Atmung fließen beibehalten. Schön öffnen und schließen. Okay, gut. Aus der Kräftigung, aus der leichten Spannung gehe ich dann raus. Nochmal ein bisschen in die Dehnung, Bereich Oberschenkel-Innenseite. Dazu Gesäß schön tief halten und schön mit den Ellbogen Innenseite Oberschenkel gestützt. Ein bisschen Druck nach außen geben, dass wir auch hier nochmal ein bisschen öffnen im Bereich der Adduktoren, also Innenseite Oberschenkel. Wie gesagt, Gesäß schön tief. Beine schön nach außen bringen. Okay, wir lösen, richten langsam wieder auf. In der Aufrichtung marschieren wir dann auf links. Los geht's. Bringen die Füße dann wieder in eine hüftbreite Position. Bleiben schön in der Bewegung am Platz. Gut, von hier setzen wir im Wechsel vorne die Ferse auf. Links beginnt. Ganz locker, schön Fußspitze ranziehen, Ferse aufsetzen. Arme weiterhin locker, pendeln im Schultergelenk, noch 4, noch 3, 2, dann lasst das nächste Mal die linke Ferse vorne positioniert, Fußspitze ranziehen, linkes Bein gestreckt. Ich stütze mich am besten auf den gebeugten Bein, also in dem Fall rechts, langes linkes Bein, Rumpf sinken lassen, Gesäß nach hinten rausschieben, wichtig, Fußspitze ranziehen und dann natürlich ein bisschen die Dehnung jetzt im Warm-up, Oberschenkel, Rückseite, links. Ich löse, richte wieder auf, wieder im Wechsel die Ferse, rechts beginnt es ganz locker, rechts und links, Arme weiterhin locker pendeln im Schultergelenk, wieder schön Fußspitze rangezogen, wie gesagt, wir bleiben noch mal kurz in der Bewegung, gut, dann das nächste Mal natürlich die rechte Ferse vorne, auch hier empfehlenswert auf dem gebeugten Bein zu stützen, also nicht auf dem gestreckten, Fußspitze rechts rangezogen, langes rechtes Bein, und halten. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Gut, ich löse, richte auf, dann ein bisschen mehr Atembedürfnis. Arme mit Spannung vor dem Körper und dann gehe ich in die Triplets. Also schön schnell die Füße anheben, dass wir hier nochmal ein bisschen schön Atembedürfnis schaffen. Das Herz-Kreislauf-System anlegen, Warmer. Okay, marschieren wieder locker auf rechts am Platz.
zweite Runde. Arme nochmal mit Spannung vor dem Körper. Nochmal die Triplings. Los geht's. Noch vier, drei, zwei. Marschieren wieder locker am Platz. Auslaufen. Tief durchatmen. Ganz locker marschieren am Platz. Ein bisschen auslaufen. Okay, dann lass das nächste Mal einfach nochmal nur den rechten Fuß leicht angehoben. Standbein links leicht gebeugt. Und mobilisiere nochmal an der Basis das Sprunggelenk über die Kreisbewegung einwärts, auswärts, ranziehen, strecken. Im Sprunggelenk rechts dasselbe nochmal mit dem linken Bein. Auch hier nochmal schön mit dem linken Fuß, Kreis und Bewegung, Standbein leicht gebeugt, schön ausbalancieren natürlich. Noch 4, 3, 2, 1. Gut, soweit so gut. Kurzes Warm-up von mir, wie gesagt. Stellt das voran vor eurer Kräftigung, auch vor meinen Videos, wenn ihr möchtet, um da gut eingestellt zu sein für die gezielte Kräftigung. Bleibt fit und munter und bis bald. Laufen, springen, trainieren und zusammen sein, hier in unserem Sportverein, in der TSG. Oh, Oschel, Oschel, Oschel ist eine tolle Stadt, die so viele Sportler hat, in der TSG. Oh.